Welches Buch liegt jetzt auf Ihrem Nachttisch? Sigmund Freud. Welches genau? Seine Biografie. Dürfen Politiker die Wahrheit verschweigen? Nein. Niemals. Niemals. Wofür haben Sie zuletzt gespendet und wie viel? Für unsere Jugendorganisation, und da habe ich 100 Euro für den Wahlkampf gespendet. Also. Fahren Sie Auto? Was fahren Sie für ein Auto? Ich habe mir jetzt ein neues Auto geholt, und zwar ein Skoda Fabia. Was für ein Auto, glauben Sie, fahren Sie in 15 Jahren? In 15 Jahren hoffentlich ein Mercedes. Verbrenner oder elektrisch? Verbrenner. Wie viele Punkte haben Sie in Flensburg? Null. Wann haben Sie das letzte Mal eine Regel oder eine Vorschrift bewusst missachtet und warum? Bewusst kann ich Ihnen jetzt noch nicht genau sagen, aber ich bin bestimmt mal über Rot gelaufen. Ja. Sie haben keine Kinder, wenn Sie welche hätten, würden Sie ihnen erlauben, für eine Fridays for Future Veranstaltung die Schule zu schwänzen? Nein. Wie oft nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel im Alltag? So 3-4 Mal die Woche mit der Straßenbahn in die Stadtmitte. Wer putzt bei Ihnen zu Hause das Bad? Das Bad putzt tatsächlich ich oder ab und zu mal auch meine Schwester. Ihre Schwester? Okay. Ja. Wann haben Sie zuletzt Fleisch gegessen? Tatsächlich heute, ja. Wann haben Sie zum letzten Mal auf einem Bauernmarkt oder in einem Hofladen eingekauft? Hofladen, ja. Das kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen, ja. Schon ziemlich lange her. Wann haben Sie zuletzt gelogen? Gelogen. Und warum da, eigentlich? Dass ich Christ bin, lüge ich nie. Da, dass ich Christ bin, lüge ich nie. Auf wen waren Sie zuletzt neidisch? Auf wen ich neidisch war? Das ist auch jetzt schwierig zu sagen, ja, auf wen ich neidisch war. Auf meinen Bruder, dass er doch so ein gutes Studium abschließt. Okay. Worauf sind Sie stolz? Also stolz bin ich auf meine Familie und auf unser Land. Welchen Preis würden Sie gerne einmal verleihen und an wen? Ich würde an Trump doch den Nobelpreis verleihen, weil er in meinen Augen für sehr viel Frieden auf dieser Welt gesorgt hat. Ja, okay. Ja. Können Sie einen Shitstorm ertragen? Ja. Die Frage ist jetzt unabhängig von der Antwort von vorher. Ja. Sie können. Also einen Shitstorm kann ich ertragen, ja. Muss ich schon die ganze Zeit, seitdem ich bei der AfD bin. Würden Sie auch einen Shitstorm entfesseln? Nicht bewusst. Worüber grübeln Sie nachts um 4 nach? Da schlafe ich. Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient? In der Wäscherei in Freiburg, Uniklinikum. Womit machen Sie sich selbst Mut? Mit meinem Glauben, mit meinem christlichen Glauben mache ich mir selber Mut. Wann haben Sie das letzte Mal geweint? Das letzte Mal geweint habe ich letzte Woche Freitag, als ich tatsächlich doch auch selber im Glauben, im Gebet, ja. Angenommen, Sie haben die Möglichkeit, eine Zeitreise zu machen. Wohin reisen Sie? In die 20er Jahre. 1920. Warum? Ja, weil ich immer ein Faible dafür hatte, vielleicht war das auch medial bewirkt, von der Kleidung und von der Musik. Okay. Ja. Welche Rolle spielt Geld für Sie? Geld spielt durchaus eine höhere Rolle, weil man mit Geld doch sehr viel seinem Lebensstandard sehr, sehr viel bewirken kann. Was haben Sie letzte Woche gelernt? Letzte Woche habe ich gelernt,
Genau, also letzte Woche habe ich in meinem Beruf durchaus mehr gelernt, Ruhe zu bewahren, auch in gewissen Stresssituationen. Wenn Sie ein Instrument wären, also ein Ja. Musikinstrument, dann wären Sie ein oder eine was? Ein Akkordeon. Wenn Sie ein Tier wären, Ein Löwe. welche Persönlichkeit imponiert Ihnen? Lebend oder nicht lebend? Weiß ich nicht. Tun Also, Sie es. ja, Wladimir Putin als Präsident. Was bringt Sie auf die Palme? Vieles, ja, also meine eigene Ungeduld. Meine eigene Ungeduld, ja. Haben Sie ein Tattoo irgendwo auf dem Körper? Ja. Wo und was? Also das Astra-Herz, also vom Astra-Bier das Herz auf der Brust. Von der alten Marinezeit noch, ja. Ihr Lieblingsplatz im Wahlkreis? Mein Lieblingsplatz im Wahlkreis ist doch mein Stadtteil Rieselfeld und Landwasser.